Sie selber sind ja als Fahrer für den Kommandanten im Einsatz gewesen, insofern gar nicht auf einer Farm, nehme ich mal an, zum Arbeitseinsatz gekommen. Wie war denn das Verhältnis zu diesem Kommandanten, als Sie ankamen? Was hatte der für einen Blick auf die Deutschen? Also ich muss sagen, ich habe in den 3 Jahren 4 Kommandanten gefahren. Der Kommandant, der erste Kommandant war eine geadelte Person, Sir Ireland, was ich nachher erst im Nachhinein feststellen konnte. Warum ein Deutscher in ein italienisches Kriegsgefangenlager als Fahrer des Kommandanten? Er hatte auf seinem Schreibtisch, weil ich wurde dann ab und zu mal reingeschickt von ihm, etwas zu holen, ein Bild von einem deutschen Hauptmann mit Ritterkreuz auf seinem Schreibtisch. Ich habe nie die Verbindung feststellen können. Man fragt ja nicht als Kriegsgefangener, warum, weswegen. Und er hat es auch nicht erklärt. In den 3 Jahren, der zweite Kommandant war ein Oberst, der in japanischer Kriegsgefangenschaft war und dann als CO sozusagen eingesetzt wurde, im Lager 50. Und er muss Erfahrung gesammelt haben mit Deutschen. Der hat nie eine Inspektion gemacht. Wenn ich von einem Lager 50 rede, dann haben wir auch noch 12 Seitenleger gehabt. Größenordnung von 50 bis 150. Der hat nie Inspektionen gemacht. Er hat immer gesagt, ich kenne die Deutschen, die sind sehr ordentlich. Und der Geschirrmeister in dem Lager, das war ein Hauptmann, Wolf, der hat immer gesagt, der Unterschied zwischen dem Deutschen und den Italienern ist der, bei den Italienern musste ich aufpassen, dass die meine Klamotten nicht immer geklaut haben. Die haben die Seife liegen lassen. Beim Deutschen war es umgekehrt. Die haben die Seife geklaut und die Klamotten liegen lassen. Das zeugt von einer gewissen Ordnung, Sauberkeit, was wir auch, was eingedrillt war in uns Deutschen. Und nie Inspektion bei dem. Dann kam ein Dritter, der war schon im Lager als Major. Sie waren alle sehr fair. Ich muss sagen, es kommt ja auch auf die Person selbst an, in dem Falle uns deutschen Kriegsgefangenen. Es wurde viel gemacht in dem Lager. Wir durften dann ja auch dort Fußball spielen. Wir hatten einen fanatischen schottischen Major, der unbedingt was auf die Beine stellen musste, was ja auch gut war. Und wir spielten dann im Lager Handball, Fußball, aber nur im Lager. Aber er ließ nicht locker und holte dann schon 1946, Anfang 46, schon englische Amateurvereine. In dem Lager hatten wir einen großen, außerhalb des Lagers. Es war ein Park von einem Grafen oder Duke oder wie immer man ihn auch betitelt hat, war eingezäunt einer großen Mauer, wie halt englische Güter zu der damaligen Zeit waren. Und er brachte dann Amateurmannschaften rein. Nach und nach, und ich muss hier sagen, unser Lager war 1500 Mann stark, dass wir bis zu 6000 Zivilisten auf unserem Sportplatz hatten, die dann uns Kriegsgefangene und auch die Amateure, die englischen Amateure, sehen konnten. Dann später, ein halbes Jahr später, durften wir sogar reisen. Es wurde eine gewisse 3-Meilen-Zone eingerichtet, also etwas über 5 Kilometer, in dem wir uns bewegen konnten. Und auch die Aufnahme von den, ich hätte bald gesagt, Zuschauern, ich rede jetzt immer vom Fußball, von den Einwohnern, war sehr positiv. Und ich selbst hatte immer das Gefühl, auch schon anfangs,
wie ich ins Lager Northwich kam, von der Bahn runter in LKWs. Manche winkten uns zu. Es gab dieses berühmte Victory Sign, was nicht bösartig gemeint war. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass der Engländer die Position, in der wir uns befanden, erkannt und rein gefühlsmäßig mit uns gefühlt haben. Denn auch die Engländer waren ja auch in Kriegsgefangenschaft. Und eine jede Mutter, weiß, schwarz, blond, was auch immer, rot, schickt nie ihren Sohn bewusst in einen Krieg. Und ich glaube, dieses Empfinden habe ich in den Gesichtern in England größtenteils ablesen können. Dass sie mit uns fühlten und auch sympathisierten, wenn man das so ausdrücken kann.